Mithilfe von Teleskopen sind Astronomen jetzt Zeugen eines höchst seltenen Schauspiels im All geworden. Sie konnten beobachten, wie ein erst kürzlich entdeckter superschneller Komet die über 1 Million Grad heiße Korona der Sonne durchflog und den knappen Vorbeiflug sogar überlebte. Beim Vorbeiflug in einer Entfernung von rund 120.000 Kilometern verlor der nach seinem Entdecker Lovejoy getaufte Komet allerdings den Großteil seiner Masse und seinen Schweif. Über eine Stunde durchflog der aus Eis, Staub und gefrorenen Gasen bestehende Himmelskörper die Sonnenkorona, bevor er wieder auftauchte. Sehr zur Überraschung der Astronomen, die nicht damit gerechnet hatten, dass der Komet das heiße Rendezvous mit der Sonne überleben wird. Laut Angaben der Forscher wird Lovejoy nun 800 bis 900 Jahre die Sonne umrunden, bis er ihr wieder derart gefährlich nahe kommt.